2018 war ihr Jahr. Seit kurzem darf sie sich nämlich Vize-Weltmeisterin über 50 Meter Rücken nennen. Dazu gratuliere ich erstens natürlich pflichtbewusst noch nachträglich und zweitens freue ich mich umso mehr, dass sie heute den Weg zu uns ins Studio gefunden hat. Die Rede ist von Caroline Pilhatsch. Hallo, danke für den Besuch. Ich freue mich für die Einladung. Ja. Wie hat sich denn dein Leben verändert, seit du offiziell Vize-Weltmeisterin bist? Brauchst du jetzt Personenschutz, wenn du in deiner Heimat auf die Straße gehst? Nein, also ganz so schlimm ist es nicht. Also ich habe natürlich viele Nachrichten bekommen über Social-Media-Seiten und auch per Post dann ein paar. Und es ist auf jeden Fall jetzt zurzeit große Aufregung und alles und das freut mich riesig. Und das zeigt mir auch, dass jetzt einmal auch der Schwimmsport wieder ein bisschen im Fokus steht. Also nur damit wir die Fakten noch einmal festhalten und wir den historischen Erfolg, muss man ja fast sagen, richtig einordnen. Frau Pilhatsch, wie seine Ebertu, darf ich Caroline zu dir sagen. Das übrigens auch der Ordnung halber, ich bin auch für dich, der Michael, weil die Dame ist sehr wohlerzogen und hat mich vorhin per Sie angesprochen, ich war fast ein bisschen beleidigt. Also gut, alles cool, alles relaxed. Zurück zu den Fakten. In 25,99 hat die Dame eben Platz 2 bei der Kurzbahn-WM in Hangzhou, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, dürfte stimmen. Belegt so etwa in die, genau, in die Richtung. Ja. Das war also die erste Medaille für Rot-Weiß-Rot bei einer WM seit 8 Jahren. Und es fehlen nur 32 Hundertstel auf den Weltrekord. Das war bis vor kurzem eigentlich eine undenkbare Marke, dass man das tatsächlich unter 26 schafft, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich war selber dann überrascht. Also ich habe gehofft, dass man nochmal eine schnellere Zeit rausschaut. Und die lustige Geschichte dahinter oder die Story dahinter ist eigentlich, dass eine Kollegin von mir, eine Schwimmkollegin, vor dem Rennen zu mir hergekommen ist und gesagt hat, ja, jetzt schwimmst du 25,99. Und dann war es tatsächlich so, und wie ich die Zeitung gesehen habe, habe ich tatsächlich dann auch an sie denken müssen, das allererste. Das heißt, ein bisschen spooky, nicht? Genau, ja. Also das war dann schon bemerkenswert, sagen wir. Das bleibt mir auf jeden Fall im Gedächtnis dann. Jetzt hat er dein Weihnachtsurlaub eigentlich erst am 24. begonnen, weil zum Drüberstreuen hat er die gute Dame noch einmal Platz 2 in St. Petersburg geholt. Ist der Weihnachtsurlaub jetzt schon wieder vorbei oder wie lange hat er gedauert bei dir? Ja, also es war tatsächlich vom 24. weg bis eigentlich heute ist so der letzte freie Tag so richtig und dann geht es schon wieder los mit dem Training, mit dem Aufbau wieder für die Sommersaison dann. Wie sehr darf man als Spitzensportlerin zu Weihnachten auch kalorientechnisch ein bisschen über die Stränge schlagen? Wie viele Vanillekipferl sind es geworden oder wie viel Stück von der Weihnachtsgans? Ja, yeah, so tatsächlich hatten wir Truthahn, also den haben wir, das war unser Familienessen. War nahe dran, ja. Genau, ja, und das war dann schon, also da haben wir alle zugelangt und da schauen wir dann nicht so sehr drauf, was wir tatsächlich essen. Die paar Tage gehen dann schon so ein bisschen Cheat-Essen mehr oder weniger, ja. Verstehe schon. Apropos Familie, die Familie Pilhatsch ist ja eine sehr interessante. Jetzt muss ich mich selbst prüfen, ob ich die Familiengeschichte wirklich richtig wiedergeben kann. Also, der Papa, zweifacher Schwimm-Olympiateilnehmer. Genau, ja. Die Mutter, mehrfache Kunstturn- oder rhythmische Gymnastik-Staatsmeisterin. Rhythmische Sportgymnastik, genau. Die beiden Brüder ebenfalls Schwimmer und die Schwestern auch in der rhythmischen Sportgymnastik tätig. Ja, genau. Aber jetzt von meinen Geschwistern ist nur noch mein kleiner Bruder im Schwimmen auch tätig. Und sonst sind schon alle mehr oder weniger privat mehr auf Studium und Arbeit. Genau. Also du bist die Einzige, die jetzt wirklich noch im Spitzensport verhaftet ist. Ja, sozusagen. Mein kleiner Bruder eben auch. Ja. Wir zwei, genau, und dann niemand mehr. Genau. Und du kommst ja de facto auch von der rhythmischen Sportgymnastik. Genau. Allerdings waren deine körperlichen Proportionen, glaube ich, nicht unmittelbar dafür geschaffen, nicht? Ja, genau. Also ich war schon ganz am Anfang, wo wir noch jünger waren, dann um einige Köpfe größer, mehr oder weniger. Und dann haben wir gesagt, naja, schauen wir mal in den Schwimmsport rein. Und da bin ich dann auch dabei geblieben, weil es mir wirklich Spaß gemacht hat. War keine ganz blöde Entscheidung, glaube genau, ich. Genau, ja. Wie sehr ist der familiäre Background natürlich auch ein bisschen etwas, das dich pusht sozusagen? Wie sehr ist Sport bei der Familie, gerade zu Weihnachten zum Beispiel, Thema? Und wird da eigentlich über was anderes auch gesprochen oder nur über Sport? Nein, auf jeden Fall. Also wir haben ganz viele Themen, über die wir reden, aber dann ist schon immer wieder eben der Sport auch im Vordergrund. Aber wir schauen da, dass das nicht zu viel Fokus drauf liegt, weil ich meine, wir müssen auch andere Themen haben und es kann sich nicht immer alles um den Sport drehen und da schauen wir schon, dass da eine richtige Balance da ist. Dein größter Erfolg bis zu WM Silber war 2015 mit Gold und Silber bei den Europaspielen in Baku. Genau. Tragischerweise ist da auch etwas passiert, was wenig erfreulich für Österreich oder für die ganze Sportwelt war, nämlich Vanessa Sahinovic ist damals sehr tragisch verunglückt und sitzt seither im Rollstuhl. War das für dich persönlich nicht auch irgendwie ein emotionaler Ausnahmezustand, nämlich auf der einen Seite den bis dahin größten Erfolg deiner Karriere zu feiern und auf der anderen Seite mitzuerleben, wie eine Teamkollegin verunglückt?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind dann auch leider, ist es so, dass das Synchronteam schon früher abgereist ist, weil der Wettkampf dann schon vorbei war. Das heißt, wir haben wirklich dann nur mehr oder weniger erzählt bekommen oder was eben veröffentlicht wurde im Fernsehen. Das haben wir halt mitbekommen und das war extrem tragisch für uns, weil wir einfach hinkommen sind und dann die erste Story, die wir gleich hören, ist leider sowas und dass sowas wirklich passiert. Man glaubt nie dran und dann auf einmal passiert das. Also es war schon auf jeden Fall tragisch zu dem Zeitpunkt, auf jeden Fall, wie wir dort waren. Und dann andererseits auch das Glückliche mit der Medaille. Ja. Also schlimme und doch irgendwie glückliche Geschichte für dich persönlich zumindest. Wir machen jetzt ganz abrupt sozusagen einen Haken drunter und wenden uns dann doch wieder deinem größten Erfolg zu, nämlich wie gesagt WM Silber vor wenigen Wochen. Jetzt muss man dazu sagen, du hast diese WM-Silbermedaille just an einem Zeitpunkt erschwommen, an dem im Umfeld der Sportgeschichte auch sehr viel los war. Es hat zum Beispiel an diesem Wochenende den schweren Sturz von Marc Gesin in Gröden gegeben. Einen Tag später hat die Austria Rapid abgewatscht und 6:1 gewonnen. Das heißt, es war für uns Journalisten auch wirklich viel zu tun. Und dein Erfolg ist, ich will nicht sagen, fast ein bisschen untergegangen, aber ist kicktechnisch, zumindest wenn ich aus eigener Erfahrung spreche, schon überboten worden. Zum Beispiel von diesem Derby-Sieg und eben von dem Sturz von Marc Gesin. Was wieder einmal zutage fördert, dass Ski und Fußball heute die Einser-Sportarten in Österreich sind. Ja. Blickst du als Schwimmerin manchmal ein bisschen neidisch auf diese Sportarten rüber, was die mediale Aufmerksamkeit angeht? Nein, also in dem auf jeden Fall nicht, weil ich meine, die zwei Sportarten verdienen auch die Aufmerksamkeit, die sie bekommen. Skisport ist bei uns einfach die Nummer eins, was verständlich ist. Und natürlich wünscht man sich teilweise, dass dann vielleicht auch auf den Schwimmsport mehr Wert gelegt wird in dem Sinne. Aber ich meine, ich glaube, mit solchen Erfolgen, die auch hoffentlich immer mehr jetzt folgen werden, wird da das schon mehr Licht drauf geworfen. Mhm. Und es ist ja auch nicht unmöglich, wirklich mediale Aufmerksamkeit zu erregen mit dem Schwimmsport, wie etwa ein Blick in die Vergangenheit zeigt. Also als es die Frau Jukic und den Herrn Rogan oder Podobrigera und Nadaraja, wie sie alle geheißen haben, gegeben hat, da hat es ja durchaus einen Hype gegeben diesbezüglich. Ja. Ist es auch so ein persönliches Ziel von dir, die mediale Aufmerksamkeit wieder verstärkt auf den Schwimmsport zu richten? Ja, auf jeden Fall. Also das wäre großartig, wenn dann dadurch eben die mediale Aufmerksamkeit größer wird. Mit den Erfolgen wird es sicher kommen und das wäre schon großartig, wenn das der Fall wäre, wenn wieder so eine Ära anbrechen würde und man kann nur darauf hoffen. Mhm. Und wir haben ein super Team zurzeit und das wird schon irgendwie kommen. Bist du selbst eigentlich auch interessiert an anderen Sportarten oder was steht da so am Fernsehprogramm am Wochenende, wenn du gerade nicht im Schwimmbecken bist? Ja, ist auf jeden Fall. Also wenn was übertragen wird, schauen wir, glaube ich, alle. Ich glaube, meine ganze Familie ist sehr sportbegeistert. Mein Vater ist sehr an Radrennen interessiert. Also das läuft dann auch immer wieder mal. Also da schauen wir schon generell sehr interessiert, sind wir eigentlich wirklich alle. Die Frage, die mir jetzt so im Laufe des Interviews mir selbst auf der Zunge brennt, woher kommt deine Eloquenz? Warum kannst du so gut reden? Ganz plump gefragt. Also die Dame ist ja noch immer sehr jung, nämlich 19 Jahre. Ja. Das darf man ja in deinem Alter noch sagen. Das darf man ja noch verraten. Ja. Nein, also keine Ahnung. Also wir haben das jetzt nie wirklich so besprochen, aber ich glaube einfach, dass man, wenn man sieht, man selbst bleibt, das irgendwie schon klappt dann hoffentlich. Ja. Allerdings, kann ich nur bestätigen. So, jetzt heißt das nächste große sportliche Ziel selbstverständlich Olympia 2020, zumindest das ganz große Ziel. Dabei musst du deinen Fokus allerdings auf die 100 Meter Rücken legen, weil die 50 Meter nicht olympisch sind. Jetzt könnte man glauben, das ist ja eh die gleiche Sportart, nur halt eine andere Distanz. De facto ist das aber schon, glaube ich, ein bisschen eine andere Welt. Was macht da diesen Unterschied aus? Was ist da so das Kryptische, unter Anführungszeichen? Ja, es ist einfach, dass der 50 Meter ist einfach wirklich reine Geschwindigkeit. Und wenn da mal eine kleine Sache, zum Beispiel Start oder Wende, nicht ganz hinhaut, ist das ganze Rennen eigentlich schon vorbei. Bei 100 Meter eigentlich auch noch, aber im Endeffekt muss das Ziel von uns ist eigentlich, diese Geschwindigkeit, die ich auf die 50 Meter habe, so umzusetzen, dass ich die auf die 100 Meter mehr oder weniger durchdrücken kann. Und da braucht man halt am Ende auch das Stehvermögen, das wirklich so durchzuhalten. Und das ist dann halt schon einfach im Kopf auch eine andere Angehensweise, dass man sich das wirklich traut, okay, volle Pulle angehen und einfach zurückschwimmen. Also wir werden jetzt auf jeden Fall den Fokus darauf legen, dass ich da die 100 Meter durchdrücke und aber trotzdem diese Geschwindigkeit beibehalte von den 50 Metern auf die 100 Meter mehr oder weniger. Und du bist ja mit einem echten Kapazunder als Trainer ausgestattet, muss man sagen, mit dem Dirk Lange. Der ist ja ein richtiges Kaliber in der Szene. Was muss man über den Burschen wissen? Ja, ist also auf jeden Fall, dass er schon viele Einzelpersonen zu Medaillen bei Olympia, WM, EM geführt hat. Und dass man sieht, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind so. Und dass da hoffentlich noch einiges auf sich warten lässt im Sinne, im Vergleich mit anderen Sportlern, die er schon betreut hat.
Wie gut muss man als Schwimmerin eigentlich sein, um richtig Kohle zu machen mit der Sportart? Also ich glaube, man muss dann schon ein gewisses Level erreicht haben, bei jeglichen Weltcups, WM, EM, Olympia immer unter den Top 8 dabei sein. Ich glaube, es ist generell sehr schwer, aber zum Beispiel, ich glaube, eine Katinka Hossu kennen die meisten Leute dann doch auch. Und das ist so das Standardbeispiel, würde ich jetzt sagen. Also die ist wirklich immer vorne top dabei und wird dann halt total gepusht und alles. Ich glaube, es ist möglich, aber es ist halt sehr schwer, dann in Österreich doch irgendwie das so bewerkstelligen. Ja, ja. Und damit können wir vielleicht ganz gut den Bogen spannen zu dem Pickerl, das da auf deinem Pullover prangt. Die gute Dame ist nämlich auch Polizeisportlerin. Übrigens liebe Grüße an dieser Stelle an den Rainer Herbst, der da für die Presseangelegenheiten zuständig ist. Wie wichtig ist der Polizeisport sozusagen als Absicherung, wenn man will? Ja, extrem wichtig. Also ich glaube, es gibt uns Sportlern auf jeden Fall einfach die Sicherheit, wenn es dann wirklich einmal zu Ende ist, haben wir jemanden, der hinter uns steht. Und generell, wir haben jetzt das erste Ausbildungsjahr schon hinter uns. Alles, was wir gelernt haben, ist so interessant. Und die Leute sind auch so mehr oder weniger und unterstützen einem extrem. Und es gibt auf jeden Fall so viel Sicherheit. Und das freut mich extrem, dass ich dann auch bei der Polizei aufgenommen wurde. Jetzt bist du ja erst am Beginn deiner Karriere, deiner hoffentlich sehr erfolgreichen oder noch erfolgreicher werdenden Karriere. Wie sehr ist trotzdem die Zeit nach deiner aktiven Laufbahn jetzt schon ein Thema, gerade in einer Sportart, die, wir haben es ja eh besprochen, nicht unbedingt gerade im Mainstream in Österreich verankert ist? Wichtig. Also ich schaue schon, also mich freut es auch sehr, die Polizeiausbildung, weil ich mir das wirklich vorstellen kann, nachher würde ich das auf jeden Fall machen. Und das ist dann auf jeden Fall für mich die Absicherung, okay, jetzt schon in die Zukunft zu schauen, ich habe nachher was, ich kann nachher was machen, was mir taugt, was mir Spaß macht, Freude macht. Und das ist auf jeden Fall für mich richtig cool. Wenn man mit jungen Sportlerinnen und Sportlern spricht, dann kommt sehr oft das Argument, ach, die dürfen nicht in die Disco gehen, die versäumen was, die können ihre Jugend nicht ausleben, die wissen nicht, wie ein Bier oder ein Spritzer schmeckt. Weißt du all das? Weißt du, wie eine Disco von innen ausschaut? Ja, also es gibt ab und zu wieder die Momente, wo wir dann noch Freizeit haben, wo wir das natürlich dann auch schauen, dass wir Spaß haben, dass wir mal vielleicht ein bisschen was anschauen gehen. Und ich sag mal, verpasst jetzt nicht allzu viel, weil man kann sich das dann schon einteilen. Wenn man das wirklich will, klappt das alles zusammen. Das ist gar kein Problem. Also du weißt, wie ein Bacardi Cola schmeckt oder was man als junger Mensch so trinkt. Aber Alkohol nehme ich an, zählt jetzt nicht zu deinen Grundnahrungsmitteln. Nein, auf jeden Fall nicht. Aber hin und wieder mal zum Anstoßen auch vor allem. Also auf jeden Fall kennt man das, ja. Wie wird Silvester gefeiert? Mit der Familie zuerst und dann schauen wir mal, ob ich mich vielleicht noch mit Freunden treffe. Aber auf jeden Fall wieder im Familienkreis dann mit gutem Essen und dann auch anstoßen wieder mal. Und das neue Jahr beginnt mit Training? Soviel ich weiß, haben wir sogar frei den einen Tag, zum ersten Mal seit langem, glaube ich. Also danach geht es dann, glaube ich, wirst du vielleicht den Jahreswechsel tatsächlich miterleben. Ja, genau. Alles klar. Dann wünsche mir jetzt schon alles Gute für das neue Jahr und dann selbstverständlich auch mit Blick Richtung Olympia 2020. Ja. Vielen Dank für den Besuch, war mir eine große Freude. Alles Gute und bei Ihnen bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dahin.